und ich freue mich jetzt auf eine kleine Aufklärungsstunde mit der Gynäkologin Dr. Sheila Delis. Herzlich willkommen bei uns. Frau Dr. Delis, wenn Sie auf einer Party sind, ganz privat, und es geht um Berufe, und Sie sagen, ich bin Gynäkologin, welche Reaktion kommt da? Das kommt ein bisschen drauf an, ob Frau oder Mann. Die Frauen sind meistens, ah ja, wie toll. Und dann kommt, jucken, können Sie mir sagen. Ja, dann kommt erst so, sag mal mit meiner Pille, ich nehme das und das, ist das okay? Oder was ich schon immer ein bisschen so. Und Männer sind immer so, aha. Meine Frau geht auch manchmal zum Gynäkologen. So. Ja, ja. Und dann wechseln wir meistens dann das Thema. Also, okay. Also es ist Männern unangenehm. Meistens, ja. Das ist, die wissen. Meistens kommt dann der Witz, haha, ich komme dann wohl nie zu dir als Patient. Ich sage immer, ja, wahrscheinlich und nicht. Sie haben ein Buch geschrieben über den weiblichen Körper, über die Intimzone, über unser Organ der sexuellen Lust. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe unglaublich viel gelernt da noch. Ich dachte, als Frau, da weiß man ja so einiges, man geht regelmäßig zur Gynäkologin. Mhm. Haben Sie das Buch für Frauen geschrieben? Oder haben Sie es für die Männer geschrieben, die sich auf den Partys immer wegdrehen? Ich habe es tatsächlich für Frauen geschrieben. Ich habe es tatsächlich für alle Frauen geschrieben. Eigentlich alle Frauen dieser Welt. Weil eigentlich Frauen viel zu wenig wissen über ihren Körper. Und mich erschüttert es immer, in der Praxis, wenn ich Patienten habe, die wirklich... Also wirklich alles können. Das sind Richterin, Lehrerin, alles, was man sich vorstellen kann, die ein Riesenwissen haben, ein Riesenkönnen haben. Und dann, wenn es um den Körper geht, ist einfach, es sind so viele Lücken und es ist eine Riesendiskrepanz da, dass ich denke, Mensch, das... Und das Geheimnis ist ja, mein Fach ist ja super easy. Ja? Gynäkologie ist total einfach eigentlich. Und man hat es den Frauen eigentlich noch nie richtig erklärt. Und das war ein bisschen so Motivation für mich, für mein Buch, dass ich gesagt habe, ich will ein Buch schreiben in einer Sprache, die man versteht, also nicht so Medizinerlatein. Ja? Ich werde Ihnen jetzt mal die Fragen stellen, die ich als Frau noch habe. Ja, klar. Aber ich möchte Wolfgang Trepper bitten, wenn du eine Frage hast zwischendurch. An dich? Nicht ruhig. Ach so. Also wir nutzen Sie die Chance hier haben, wir haben Herr von Schirach, wir haben vorher, Herr Schmidt. Wir haben uns wir vorher haben besprochen und haben gesagt, bei diesem Thema halten wir uns komplett auf. Ich werde dafür sorgen, dass es nicht dabei bleibt. Was sind die drei größten Mythen rund um den weiblichen Körper? Wir haben ein Riesenproblem dahingehend, dass das weibliche Geschlecht falsch benannt wird. Falsch. Was heißt falsch? Jeder denkt, okay, der Mann hat einen Penis und die Frau hat eine Vagina? Falsch. Das, was außen ist, heißt nicht Vagina. Das, was außen ist, heißt Vulva. Habe ich gelernt. Ja. Das wusste ich allerdings auch das schon ist, aber das finde ich ganz wichtig. Ich finde es super wichtig, auch in der Kommunikation, auch, was wir unseren kleinen Mädels auch erzählen. Ja, dass das, was außen ist, heißt Vulva und nicht Vagina. Aber es ist verwirrend. Mhm. Ja? Man würde ja auch nie zu jemandem sagen, wenn man den Hals meint oder den Rachen meint, würde man sagen, oder zum Mund würde man nicht sagen, es ist der Rachen. Ja. Kann man sagen, das ist der Mund, ja? Oder es ist das Gesicht. Ja? Okay. Man nennt die Dinge anders. Also das ist so, das ist etwas, was mich immer so stört. Das war das Erste. Das Zweite. Zweite ist, der herkömmliche Geschlechtsverkehr ist super zum Fortpflanzen und ist völlig ungeeignet, um Frauen zum Höhepunkt zu bringen. Was meinen Sie mit herkömmlichem Geschlechtsverkehr? Rein, Penis rein, raus. Ach so, Stellung egal in diesem Fall. Völlig wurscht. Es ist dafür nicht geeignet. Und 70% der Frauen kommen so überhaupt nicht zum Höhepunkt. Und das ist völlig okay. Und das ist das, was ich allen eigentlich sagen will. Alle Frauen und alle Männer, es ist völlig in Ordnung. Weil dafür ist es nicht gedacht. Mhm. Ja. Sondern stattdessen, Wolfgang, möchtest du ergänzen? Nein, ich höre interessiert. Ja. Also, man muss es vielleicht noch ein bisschen so weiterführen. Also es ist nicht okay, das ist okay, der Mann hat einen Orgasmus und die Frau guckt doof in die Röhre. Das ist jetzt nicht gemeint. Aber es ist einfach so gemeint, viele Männer glauben, wenn die Frau nicht zum Orgasmus gekommen ist nach dem Sex, bist du gekommen? Nee, die denken, ich habe vielleicht irgendwas falsch gemacht. Nein, ihr habt nichts falsch gemacht. Mhm. Und bei den Frauen würde ich sagen, ihr seid auch nicht defekt. Sondern defekt ist schön. Ja, das ist das Glauben. Aber was ist mit den anderen 30%? Die komme ich gleich zu. Ja? Aber die meisten Frauen können so auf herkömmliche Art und Weise nicht zum Geschlechtsverkehr kommen, weil ihr Gewebe, was stimuliert werden muss, ist die Klitoris. Mhm. Schlicht und ergreifend. Als wir alle Embryos waren, ja, wurde alles aufgeteilt. Ne? Der Mann hat einen Penis bekommen, der ganz viele verschiedene Funktionen hat, Multitool. Die Frau hat diese Erregungskomponente, was der Penis hat,
in der Klitoris. Und die Klitoris hat 8000 Nervenenden, der Penis hat 400. Stich! Also so Stich ist in diesem Zusammenhang genau, sehr lustig. Das ist sehr lustig. Deswegen ist es so wichtig, einfach zu wissen, dass die Frauen eine klitorale Stimulation brauchen, wenn sie zum Orgasmus kommen müssen. Jetzt muss ich aber mal einhaken. Es gibt ja, vielleicht sind das dann die 30%, ich weiß nicht. Es gibt ja Frauen, die kommen klitoral zum Orgasmus und Frauen, die kommen vaginal zum Orgasmus. Ja, das wird super spannend. Und also, das habe ich gelernt in Ihrem Buch, dass das eigentlich das Gleiche ist. Genau, super. Also es ist ja so, die Klitoris ist ja nicht einfach nur so ein kleiner Knopf, kleine Bohne so auf der Oberfläche. So lustig, so, der Mann hinter Ihnen im Publikum, der ist, rutscht schon immer so von rechts nach links. So. Das ist einer von denen, die sich gerne wegdrehen würden auf der Party. Aber erzählen Sie weiter. Das ist wirklich nur die Spitze des Eisberges. Ja? Und die Klitoris hat ein riesen unterirdisches System. Ja? So ein Geheimleben sozusagen. Und zwar, wir sind wieder bei den Embryonen. Ne? Also der Mann hat Schwellkörper im Penis. Und die Frau hat diesen Schwellkörper unterirdisch, hinter den großen Schamlippen, um die Vagina herum, um die Harnröhre herum. Ja? Also das heißt, die Klitoris hat eigentlich eine Form wie eine umgekehrte Y. Und das bedeutet, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfassen darf, denn ich habe das Buch ja gelesen, dass wenn man also denkt, es wird gerade vaginal stimuliert und man kommt zum Orgasmus, ist es eigentlich trotzdem die Klitoris, weil sie von unten quasi stimuliert wird. Bingo. Das hast du was gelernt, Wolfgang, oder? Das ist die Unterseite der Klitoris. Das ist der schönste Abend in meinem Leben. Einfach weiter. Ich möchte diesen Abend auch zu einem wunderbaren Abend machen für all die Frauen, die uns zugucken, die solche Angst vor den Wechseljahren haben oder die denken, oh Gott, die Wechseljahre, es ist alles ganz fürchterlich. Man hört ja immer, da kriegst du dann Schweißausbrüche und dann stellen die Hormone sich um und man wird dick und man ist nicht mehr man selbst und man wird depressiv und so. Ich habe Ihr Buch gelesen und muss sagen, ich freue mich jetzt drauf. Super. Ich freue mich drauf. Ich kann es kaum erwarten quasi. Warum? Das ist so, dass wir in den Wechseljahren passiert mit uns was ganz Besonderes. Und um das eigentlich zu erklären, muss ich die Hormone so ein bisschen erklären. Ja. Ja? Wir Frauen haben ja drei wichtige Hormone, die uns kontrollieren. Da kann ich jetzt helfen. Ja. Da haben wir nämlich was sehr dabei. Gut. Sie möchten das nämlich ganz gerne. Das sind drei Engel für Charlie. Und Sie erklären das ganz gerne anhand dieser drei Damen. Genau, die drei Engel für Charlie, das sind also unsere drei Hormone. Und wie in dem Film, wenn die alle drei miteinander gut zusammenarbeiten, sind wir alle in Balance, geht's uns gut. Und wenn irgendeiner von denen ausfällt, dann gibt es Veränderungen. Ja? Unsere drei wichtigsten Hormone sind Östrogen, Progesteron und Testosteron. Sehr wichtig. Ich komme dazu. In dem Film ist es ja so, wir kennen alle drei Engel für Charlie. Nein, ja. Nicht Herr von Schirach wieder in Haft. Das stimmt. Ich bin ein Fan von der Spar, also von Liu heißt sie, glaube ich. Von Lucy Liu? Der Asiatin. Ja, das sind ja ganz besondere Männer, mögen Lucy Liu auch, das stimmt. Das ist, aber die ist auch super. Aber komme ich gleich zu. Das ist nicht wahr, die meisten Fans hat die Blonde. Ja, aber sie werden gleich, glaube ich, erfahren, so ein bisschen was über ihren Charakter. Weil ich will diese das Frauen, gar nicht, ich habe jetzt Angst. Ich freue mich jetzt schon auf das Gesicht von Al-Sira. Also es ist so, Östrogen ist ja unser Hormon der Weiblichkeit. Ja? Also es ist unser Hormon der Kurven, der großen Gefühle. Das ist Drew Barrymore. Und das ist in dem Film Drew Barrymore. Und Drew Barrymore ist ja in dem Film diejenige, die hat auch die meisten Kurven. Der verliebt sich ständig in den falschen Männer, ist ja romantisch und so ein bisschen verklärt. Und immer so, oh, der Bad Boy, aber der ist doch so süß. Ne? Das ist Östrogen. Östrogen. Richtig. Progesteron ist in dem Cameron Diaz. So, in dem Film ist ja Cameron Diaz, die geht surfen, ja, die tanzt in Spider-Man-Unterhose rum. Die ist relaxed. Mhm. Und Progesteron gleicht Östrogen so ein bisschen aus. Mhm. Weil Östrogen ist auch so ein bisschen Drama, ja? So ein bisschen Titanic, großes Kino. Ja? Und Progesteron ist so relaxing. Die gleichen sich beide gegenseitig aus. Jetzt so. Bin ich gespannt, Herr von Schirach. Ich hab Angst. Lucy Liu. Lucy Liu ist Testosteron. Oh. Weil Lucy Liu in dem Film ist unsere Kung-Fu-Meisterin, Harvard-Absolventin, die entschärft die Bomben, hat einen klaren Kopf, hat Durchsetzungsvermögen, kann gut zutreten, wie man sieht. Und das sind unsere drei Hormone. So, und jetzt ist es so in den Wechseljahren, wir müssen ein bisschen zurückgehen, vor den Wechseljahren, in den 30ern ist es so, dominiert Östrogen. Das heißt, wir wollen Babys, wir wollen weiblich sein, wir wollen es allen recht machen, ja? Der Mama, Nest bauen. Das ist Nest bauen, genau, Mama, den Mann, den Lehrern von den Kindern, wollen es allen recht machen, Schwiegermutter, Nachbarn, alle.
Und wie wir älter werden, ist es so, dass erstmal das Progesteron fängt abzufallen. Also wir werden so langsam ein bisschen gereizter, Ende 30, so ein bisschen genervter, weil unser Dramahormon übernimmt. Und dann fängt das Östrogen an abzusinken. So. Mhm. Das heißt, wir kommen irgendwann in unseren 40ern. Und uns ist es nicht mehr so wichtig, was die anderen Leute denken. Und es ist nicht mehr so wichtig, was die für eine Meinung von uns haben. Das stimmt, ne? Findest du nicht auch, Sarah, was man sagen? Wird ich, auf alle Fälle... Ich glaube, ich habe schon immer... Man ruht so ein bisschen. Man ist schon immer zu wenig Östrogen. Okay. Und das Spannende ist eigentlich, unser, der Einzige, der noch nicht oder ganz lange nicht absinkt, ist Testosteron. Das heißt, wir haben in den 40ern viele Frauen, die nachts wach liegen, weil auch durch den Progesteronmangel schlafen wir alle ganz schlecht. Die liegen nachts wach, haben keine Lust mehr auf den Bullshit der letzten 20 Jahre, wenn ich das mal so sagen darf, und denken nach. Vielleicht liegt da noch der Mann daneben und schnarcht. Und dann kommt man auf die Idee, eigentlich... Brauche ich das noch, was da neben mir liegt? Ja. Will ich das noch so haben? Ja. Also man, diese Östrogenvernebelung, was man so hat in den 30ern, ja, dass man immer verzeiht, so viel man lässt 5 mal Grad sein, man ist zu allen nett, man will gemocht werden. Das verzieht sich, man sieht alles viel klarer und viel deutlicher. Ist das bei Männern so ähnlich? Also, das weiß ich nicht. Warum das weiß ich, weil ich Frauenärztin bin. Das ist wirklich interessant, was Sie erzählen, wirklich interessant. Ich glaube aber, dass es bei Männern nicht unähnlich ist. Also, ist das da, wo die sich einen Sportwagen zulegen und so? Ist das da oder auch nicht? Nee, wenn die nachts wach liegen und die Frau daneben schnarcht, will man das noch? Nein, ich glaube tatsächlich ist es so, dass man irgendwie so etwas ruhiger und zufriedener mit sich wird und nicht mehr sich mit allen Dingen so wahnsinnig quält, wie man das mit 30 getan hat. Das ist, ja, ist vielleicht der langsam sinkende Testosteronspiegel, ja, des Mannes vielleicht. Aber bei den Frauen ist das so ein bisschen anders. Es kommt häufig so ein Wendepunkt im Leben dieser Frau oder der Frauen grundsätzlich, dass sie da liegen und denken, will ich das noch oder will ich was ändern? Ist es Zeit, vielleicht den erwachsenen Sohn jetzt endlich mal rauszuschmeißen, der mit 26 noch im Keller hockt und Playstation spielt? Ist es vielleicht an der Zeit, mal auf der Arbeit mal Bescheid zu sagen, dass man befördert werden will? Ist es vielleicht an der Zeit, dem Partner mal zu sagen, hey, ich bin nicht mehr Hausfrau, ich will mal wieder irgendwas für mich machen, zum Beispiel? Und es ist die Zeit, habe ich gelernt im Buch, wo die Sexualität noch mal in ganz anderer Form genossen werden kann. Habe ich ganz vergessen. Konnte ich das vergessen? Nein, nein. Lucy Liu, Testosteron, Libido. Ein Libido zum Teil, was sich gewaschen hat in den 40ern. Und deswegen, Sharon Stone sagte, den besten Sex ihres Lebens hatte sie mit 46. Das glaube ich. Das glaube ich sofort. Ja? Medizinisch gesehen quasi. Ja. Also ich war auch so ungefähr 30 Jahre alt. Da hat ein sehr guter Freund von mir zu mir gesagt, also pass mal auf, nach dieser Zeit, wenn die Kinder auch raus sind und deine Frau fängt an zu malen oder zu töpfern, ja, dann ist es Ende. Und so ist es passiert. Ja, das ist so ein bisschen, ja, das ist dieses Modell gibt es nicht mehr so häufig, muss man ehrlich sagen. Ne? Die Frau, die selber keine eigene Tätigkeit hat, die selber keine anderen Talente hat, außer zu Hause zu sein und die Kinder zu versorgen. Das Modell heutzutage ist eher, dass die Frau dann doch irgendwas für sich hat, eine Karriere, irgendwas gelernt hat, irgendwas gemacht hat und das entsprechend weitermachen kann. Die Frauen, die das nicht gemacht haben, finde ich, die bekommen tatsächlich ein Problem. Ja? Maler an Töpfern, furchtbar. Das habe ich früher auch geglaubt. Ich habe gedacht, wenn du in die Wechseljahre kommst, wirst du unsichtbar. Es wird alles furchtbar, kriegst graue Haare und ich empfinde es genau umgekehrt. Ja, Sie sagen ja auch gerade, dieses Häusliche geht ja eher weg, ne? Weil das Östrogen, genau, das Nestbau geht eher weg. Richtig. Ich finde, Sie haben uns ein fantastisches Thema mit in diese Sendung gebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass auch der ein oder andere Mann in dieser Runde jetzt mal in dieses Buch gucken wird. Ne? Vielleicht kann er noch was lernen. Ich weiß, du hast eigentlich auch noch viele Fragen. Wir klären das auf der, nach der Sendung. Vielen Dank, Schieder Denise.